Genf, 10. September 1898. Späte Sommergäste sind auf dem Weg zur Dampferanlegestelle. Auf einem Stadtbummel haben sie Spielzeug für die Enkel eingekauft. Die beiden Ladies werden beobachtet. Es ist kurz nach 2:30, als ein ärmlich gekleideter Mann schnell auf eine der Damen zugeht, in der Faust ein spitzes Werkzeug verborgen. Was dann passiert, dauert keine Sekunde. Die Frau strauchelt, richtet sich wieder auf, geht noch einige Schritte, aber die Wunde ist tödlich. Direkt vis-à-vis bringt man sie ins Hotel Beau Rivage. Hier hat sie die letzte Nacht verbracht. Ein Arzt wird gerufen, doch der kann nur noch ihren Tod feststellen. Und dann, als er den Totenschein ausstellt, platzt eine Bombe. Die Tote ist die Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn, Elisabeth, genannt Sisi. Sisi ist eine Legende, seit Romy Schneider sie im Film wieder zum Leben erweckte. Ein Mythos, schön und begehrenswert, wie geschaffen für die Träume eines Millionenpublikums. Romy als Sisi war eine Märchenprinzessin, eine strahlend schöne, glückliche Braut an der Seite des Kaisers, für ihr Volk eine Ikone zum Anfassen. Die Filmfigur hat sich in unser Gedächtnis eingeprägt. Auch von der wirklichen Sisi sind nur schöne Bilder des Glücks überliefert. Dafür hat sie selbst gesorgt. Mitten im Leben hat sie den Vorhang zugezogen und aus sich ein Geheimnis gemacht. Sisi, wie die Öffentlichkeit sie kennt, ist nur ein schöner Schein. Wer aber war die Kaiserin von Österreich wirklich? Die Wahrheit ist voller Tragik. Sommer 1898. Sisi auf ihrer letzten Reise. Sie schaut in den Spiegel und zieht eine erschreckende Bilanz. Das Leben ist vertan, schreibt sie in ihr geheimes Tagebuch. Es sei schon vorbei gewesen, als sie 16 war und den Kaiser von Österreich heiratete. Die Jahre haben sich endlos lang und trüb dahingezogen und sie kann den Tod kaum noch erwarten. Was war bloß geschehen? Angefangen hatte doch alles wie im Märchen. Schloss Possenhofen am idyllischen Starnberger See in Bayern. Hier wächst Elisabeth, Weihnachten 1837 geboren, auf. Ein Mädchen vom Lande, lebenslustig, mit 7 Geschwistern. Eine unbeschwerte Kindheit. Die Familie achtet nicht sehr auf Konvention. Der Vater, Max von Bayern, ist ein Lebemann. Er liebt die Freiheit, Weißwürste, Bier und schöne Frauen. Sisis Mutter ist die unglückliche Ehe ins Gesicht geschrieben. 1853 soll Sisis ältere Schwester mit dem österreichischen Thronfolger verkuppelt werden. In Bad Ischl, der kaiserlichen Sommerresidenz, soll die Verlobung bekannt gegeben werden. Sisi darf mitreisen und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Kaiser lässt die eigentliche Braut links liegen und hat nur noch Augen für die 15-jährige Schwester. Soweit stimmt die Filmlegende. Willkommen, Elisabeth. So sah sich sie damals wirklich aus. Die will Franz Josef haben, sonst keine. Zum ersten und einzigen Mal widersetzt sich der Kaiser dem Willen seiner übermächtigen Mutter. Unbeschwerte Tage in Bad Ischl. Das Paar ist unzertrennlich und verliebt. Aufstieg einer kleinen bayerischen Prinzessin zur kaiserlichen Hoheit. Die eilig zusammengewürfelte Aussteuer dagegen ist eher spärlich. April 1854. Der Abschied vom Elternhaus ist endgültig.
Die junge Braut hat ein ungutes Gefühl im Bauch und ahnt noch nicht, warum. Die Fahrt nach Wien mit dem Schiff, die Donau hinab, dem Bräutigam entgegen, wird zum Triumphzug. An den Ufern jubeln erwartungsvoll die zukünftigen Untertanen. Die Pfarrer haben das Läuten angeordnet. Plötzlich, auf dem Weg in die Hofburg zur Trauung, verliert sie die Beherrschung und weint. Daran will sich später niemand mehr erinnern. Die Hochzeitsbilder zeigen eine glückliche Braut. In Wahrheit hat Sissi Heimweh und Angst vor der Fremde, dem höfischen Zeremoniell und vor der Schwiegermutter. Die wartet in den ersten 3 Nächten vor dem kaiserlichen Schlafzimmer auf den Vollzug der Ehe. Kein guter Anfang für das junge Paar. Raum ist in der kleinsten Hütte. Was Romy Schneider als Spiel des Glücks zeigt, ist der wahren Sissi verwehrt. Diese Bilder zeigen eine falsche Idylle. Es gibt weder Flitterwochen noch Hochzeitsreise. Franz Josef hat keine Zeit und überlässt seine Frau ihrem Schicksal. Das ist das eheliche Nest der österreichischen Kaiserin. Schönbrunn, die riesige Residenz. Auf den höfischen Alltag in Wien ist Sissi nicht vorbereitet. Sie empfindet ihn nicht als Märchen, eher als einen Albtraum, fühlt sich beobachtet, wo sie geht und steht, macht alles falsch. Hinter vorgehaltener Hand lästern die Hofschranzen, die Kaiserin sei ein überfordertes Landei und habe keinen Stil. Hier in Wien wird die Ahnung zur Realität. Die Schwiegermutter hat das Sagen, streng, rechthaberisch. Sie bestimmt, wie Sissi zu behandeln und Österreich zu regieren ist. Mit autoritärer Strenge und unter Missachtung eigener Wünsche. Prunkvoll ist das neue Leben, aber kalt und starr. Das höfische Reglement ist hunderte von Jahren alt und genauso überkommen die ganze Gesellschaft. Unter dem Mantel des schönen Scheins modert der österreichische Staat in den Untergang. Kaiser Franz Josef ist erst 24, denkt wie ein alter Mann und hat von den Gefühlen seiner Frau keine Ahnung. Sissi empfindet den Hofstaat und seine Etikette als einschüchternd. All ihre Ängste sind wahr geworden. Sie traut sich kaum aus ihrem Gemach hinaus. Schweißnasse Hände, Schwindelgefühle, Atemnot, lahme Arme und Beine. Panikattacken nennt man das heute. Damals sagt man, die Kaiserin spinnt. Jahre alt ist Sissi auf diesem Bild, aber die Heiterkeit von Bad Ischl liegt weit hinter ihr. Der Mund verkniffen, die Augen verhangen, Verachtung ist im Blick. Sissi ist eine Monarchin wider Willen, aber demütig und gefügig, den Intrigen in der Wiener Residenz hilflos ausgeliefert. Sie fühlt sich als Gefangene am eigenen Hofe. Ihre wahren Gefühle vertraut sie in Versform nur ihren Tagebüchern an. Die gelangen erst Jahrzehnte nach ihrem Tod an die Öffentlichkeit. Ich bin erwacht in einem Kerker und Fesseln sind an meiner Hand. Ich bin erwacht aus einem Rausche, der meinen Geist gefangen hielt und fluche fruchtlos diesem Tausche, bei dem ich Freiheit dich verspielt. Frei zu sein, ist Sissis Ziel. Und das einer ganzen Nation. Der Kaiser, seit 1848 auf dem Thron, hat Reformen versprochen, aber immer wieder verworfen. In der Hofburg sitzt Franz Josef Tag für Tag an seinem Schreibtisch und regiert mit eiserner Hand. Sissi vor Augen und die Mutter im Sinn. Die will die ungehobelte Schwiegertochter vom Lande erziehen, um die Monarchie nicht zu blamieren. Noch funktioniert es im kaiserlichen Ehebett. Mit 17 wird Elisabeth schwanger und erfüllt damit ihre Pflicht. Ihren trächtigen Bauch muss sie auf Spaziergängen im Park dem gaffenden Volk zeigen. So will es das Protokoll.
3 Kinder bekommt das Paar. Das erste stirbt als Säugling, das zweite ist ein Mädchen. Endlich, 1858, gebiert sie dem Kaiser den Thronfolger Rudolf. Aber die Schwiegermutter nimmt ihr die Kinder weg. Als Franz Josef sie obendrein betrügt, flieht sie tief verletzt nach Hause. Heim nach Possenhofen. Eilig wie sie es hat, zwingt sie den Lokführer auf eine brandneue Eisenbahnstrecke, die offiziell noch gar nicht freigegeben ist. Ein öffentlicher Eklat. Ihr Ruf ist ramponiert. Die Kaiserin hat sich vergessen, heißt es. Aber Sisi sieht das anders. Die Ehe ist ihre Privatangelegenheit und geht niemanden etwas an, denkt sie. Zurück im Schoß der Familie. Aber für eine Kaiserin ziemt sich das nicht. Und dem umtriebigen Vater, im Film Gustav Knut, gehen die häufigen Besuche seiner Kinder sowieso auf die Nerven. Bayern ist für Sisi Fluchtpunkt. Später kommen andere Orte hinzu, immer mehr, immer weiter weg von Wien. Zu flüchten wird Sisis Lebensstil. Hier in Possenhofen denkt sie über ein anderes, ein freies Leben nach. Aber Ehefrau eines Kaisers zu sein, ist ein harter Job und kein Privatspaß. Ihre Vögel lässt sie frei fliegen. Sie selbst wird von Franz Josef zurück an den Hof geholt, in Sisis goldenes Gefängnis. Scheinbar geht alles seinen monarchistischen Gang. Aber es ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Sisi hat den ganzen Hof satt und das hasserfüllte Verhältnis zur Schwiegermutter ist nicht mehr zu kitten. Plötzlich wird gemeldet, die Kaiserin ist krank, schwache Lungen diagnostizieren die Ärzte. Aber das stimmt nicht. Sie will nur weg. Sisi auf dem Weg zur Kur. Kaum auf dem Schiff gen Süden bestellt sie ein Bier. Mit jedem Kilometer weg von Wien geht es ihr besser. Ihr Ziel Madeira. Sie ist jetzt 22. Die Filmlegende beschreibt Sisi als schwaches, todkrankes Hascherl, das sich nach dem Kaiser verzehrt. Wenn ich nur wüsste, wie ich dem Kaiser eine Freude machen kann. Indem Majestät so schnell wie möglich gesund werden. In Wahrheit geht es der Kaiserin gut. Denn anders als in Wien ist sie hier Mittelpunkt einer Gesellschaft, die sie nach ihrem Geschmack auswählt. Nur wenn die Rückfahrt droht, verschlechtert sich ihr Zustand, angeblich und zum Teil tatsächlich. Mit immer neuen Kuren an immer neuen Orten zögert die Kaiserin die Heimkehr hinaus. Ist Sisi wieder in Wien. Aber zum Erstaunen aller ist sie nicht mehr das schüchterne Landei, sondern erwachsen und nimmt selbstbewusst ihre Verpflichtungen wahr. Besucher aus der ganzen Welt strömen an den österreichischen Hof. Und der Schah von Persien fragt an, ob er Sisi dem Kaiser abkaufen könne. Das heißt, die Kaiserin ist zur schönsten Monarchin der Welt erblüht. Ist das die wahre Sisi oder auch nur eine Pose? Sogar die schönsten Waden hat sie, bestätigt ein heimlicher Beobachter, als Sisi während eines französischen Staatsbesuchs eitel ihre Beine mit denen der Kaiserin Eugenie vergleicht. Wie verwandelt ist Elisabeth. Sie strahlt weibliches und kaiserliches Selbstbewusstsein aus, aber auch Arroganz. Ihre Schönheit macht sie stark und gibt ihr Macht. Jetzt diktiert sie ihre Wünsche. Die sind zuweilen sonderbar. Österreichs Diplomaten müssen zum Beispiel diskret Fotografien beschaffen mit schönen Menschen aus aller Welt,
Dicke Alben legt sie sie an, nur um sich selbst zu bestätigen, dass es keine andere mit ihr aufnehmen kann. Er bewundert sie mehr als der Kaiser selbst. Jetzt ist sie die Starke und er der Schwache, der seiner Angebeteten zu Füßen liegt. Nur sein Bett bleibt kalt. Will Franz Josef zu seiner Frau, muss er mit der Klingel Eintritt erbitten. Meist vergeblich. Vor der Schlafzimmertür seiner Frau ist der landreichste Monarch Europas ein Nichts. Jetzt zahlt sie ihm heim, was sie an seinem Hof hat erleiden müssen. Immer dann, wenn er nicht spurt, droht sie, Wien zu verlassen. Ein Skandal, von dem nur wenige wissen. Sissi ist das egal. Sie hat kein Interesse mehr an der Ehe. Bitter beklagt sie in ihrem Tagebuch, dass sie als 15-jähriges Kind verkauft worden sei. Was hat sie damals schon von der Ehe gewusst? Nichts. Aber es lässt sich nichts mehr rückgängig machen, nur noch bereuen. Und das ein Leben lang. Ihr Mann ist ihr gleichgültig. Und um ihre Kinder, auch den jungen Thronfolger, kümmert sich Sissi nicht mehr. Herum! Nur in einem Fall pocht ihr Mutterherz laut und vernehmlich. Haltung, Haltung! Rudolf, der ihr ähnlich ist, zart und sensibel, wird von klein auf einem gnadenlosen militärischen Drill unterzogen. Auf, nieder! Auf, nieder! Auf, nieder! Auf, nieder! Auf, nieder! Schließlich fordert Elisabeth ultimativ eine andere Erziehung und liberale Lehrer für den Sohn. Und für sie springt auch etwas heraus. Sie nutzt die Gunst der Stunde und trotzt dem Kaiser ein Versprechen ab. Sie darf unabhängig sein von Wien und seinem Protokoll. Nun hat sie ihre Freiheit schwarz auf weiß. Darf die Monarchin des größten Reiches in Europa so eine Egoistin sein? So unabhängig und wetterwendisch wie der Wind? Das Habsburger Reich ist ein künstlicher Staat aus vielen Völkern und Nationen. 40 Millionen Untertanen, darunter Deutsche, Ungarn, Rumänen, Italiener. Die wollen unabhängig sein von Wien. Offizieller Auftritt in Venedig. So sieht das aus, wenn der Kaiser zur Visite kommt. Statt Huldigung, verschlossene Türen und öffentliches Schweigen. Das Monarchenpaar ist in Italien nicht willkommen. Demonstration der Stärke eines unterdrückten Volkes. Zurück in Wien plagen sich sie Albträume, denn jetzt greift der Kaiser zu militärischen Strafaktionen, um sein Reich zusammenzuhalten. Der Krieg gegen Italien wird zum Massengrab. Vor allem die Schlacht von Solferino 1859, in der die Österreicher unterliegen. Der Schweizer Tourist Henri Dunant ruft damals das Rote Kreuz ins Leben, um den unzähligen Verwundeten zu helfen. Wenn das Volk die Zeche zahlt, muss es auch regieren. Das ist Sissis Fazit aus dem Gemetzel. Solche demokratischen Töne aus dem Munde der Monarchin bedeuten einen politischen Eklat. Der Kaiser selbst ist ein lausiger Feldherr und ein schlechter Diplomat. Er beharrt auf seinem Gottesgnadentum. Während Sissi ihr Geld für den Ernstfall in der Schweiz deponiert, marschiert er in den politischen Untergang. Ungarn, auch ein Teil des Kaiserreiches, wehrt sich schon lange gegen die Fremdherrschaft. Zum Entsetzen von Kaiser und Kaisermutter ergreift Sissi unerwartet Partei für das Land. Franz Josef gibt schließlich klein bei und Ungarn erhält eine eigenständige Verwaltung. Die Geburtsstunde der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie. Juni 1867.
die ungarische Königskrone aus den Händen Gyula Graf Andrássys, ein Revolutionär, der wieder salonfähig und später sogar Außenminister wird. Gödöllő, Landsitz bei Budapest, den die Ungarn dem Herrscherpaar schenken. Zum Verdruss der Wiener bleibt Sissi jetzt immer häufiger und länger hier. Sie spricht und schreibt fortan am liebsten Ungarisch. Auch eine Provokation für die Schwiegermutter, die die Sprache nicht versteht. Hier in Ungarn nimmt sich Sissi, was sie braucht. Ihr Traum von einem unkonventionellen Leben wird wahr, anders als im strengen Wien. Zigeuner spielen zum Tanz auf und in einer eigens für sie gebauten Manege glänzt sie als Zirkusreiterin. Ganz die Tochter ihres Vaters. Sie glaubt, sie hat sich selbst gefunden. Ist das die wahre Elisabeth von Österreich? An ihrer Seite ist immer Andrássy. Der Wiener Tratsch will wissen, er sei ihr Geliebter. Aber ihr viertes Kind, in Ungarn geboren, ist dem Kaiser wie aus dem Gesicht geschnitten. Ein Dankeschön für Franz Josefs Ungarnpolitik. Marie-Valerie ist Sissis Lieblingskind, das einzige, um das sie sich wirklich kümmert, gluckenhaft. Zu den Kindern Gisela und Rudolf hat sie keine Beziehung. Sissi als liebende Mutter, das hat das Kino opulent in Szene gesetzt. Aber auch das ist nur ein Mythos. Dass ich dich wieder hab. Mein Schatz. Du bist ja so groß geworden, jetzt geht die Mami nie mehr weg. Nie mehr. Evviva la Mama! Evviva! Sissi ist jetzt 30 und hat den Höhepunkt ihres Lebens erreicht. Aber ihr Ruf ist schlecht. Als Kaiserin, Gattin und Mutter hat sie versagt. Wie eine Diva lässt sie ihre Schönheit im Fotoatelier ein letztes Mal für die Ewigkeit dokumentieren. So soll man sie in Erinnerung behalten. Dann zieht sie sich aus der Öffentlichkeit zurück. Fächer, Schleier und Handschuhe werden ihre ständigen Begleiter. Keine Fotos mehr, keine Gemälde. Ein seltener Schnappschuss gegen den Willen der Kaiserin. Die Frauen sollten frei sein, schreibt sie in ihr geheimes Tagebuch. Sie verdienen das oft mehr als die Männer. Wenn das schon nicht geht, sollten sie wenigstens einige Augenblicke erreichen, in denen sie ihr eigenes Leben leben können. Freiheit heißt für Sissi, sich keinen Pflichten zu beugen. Während sich die Krise des Habsburger Vielvölkerstaates weiter verschärft, beschäftigt sich die Kaiserin vornehmlich mit sich selbst. Ihre Schönheit wird mit einem aufwendigen Pflegeprogramm gestützt. Keine Schminke, kein Parfum, nur Naturprodukte. Erdbeerpaste am Abend, Kalbfleisch und kalte Tücher in der Nacht. Drei Stunden dauert es, bis die endlos langen Haare sitzen. Waschen und legen in 24 Stunden. Die Friseuse wird zur zweitwichtigsten Frau am Hofe. Ist sie krank, verweigert die Kaiserin jeden offiziellen Auftritt. Bürste und Spiegel, das sind Sissis neue Insignien der Macht. Aus Körperpflege wird Körperkult. Die Haare sind so schwer, dass Sissi der Kopf schmerzt, also wird die ganze Pracht nach oben gebunden. Stundenlang sitzt Sissi reglos da, grübelt oder langweilt sich. Erfüllte Jahre einer Kaiserin.
Zu anderen Zeiten herrscht plötzlich der Trimm-Dich-Wahn. Sissi treibt verbissen Sport. Bewegung, wann auch immer, wo auch immer. Ihre Privaträume gleichen einem Fitnessstudio. Auch vor amtlichen Terminen wird schnell nochmal geschwungen. Die Waage als Maß aller Dinge. Knapp 50 Kilo wiegt die Kaiserin bei einer Größe von 1,72. Um die schlanke Linie zu betonen, lässt sich Sissi in ihre Kleider einnähen, auch wenn das Stunden dauert. Festliche Diners oder gemeinsame Abendessen im Kreis der Familie finden meist ohne Sissi statt. Sie nippt gelegentlich nur an einem Glas Wein oder an einer Brühe. Auch den Gästen vergeht so der Appetit. Bei Sissi ist es längst ein Krankheitsbild. Schlanke Hüften um jeden Preis. Sie ist hysterisch, flüstern ihre Widersacher. Aber die Kaiserin ist gefährlich magersüchtig. Jagdreiten ist ein neuer Spleen. Sissi will die beste Reiterin der Welt sein. Wie eine Wahnsinnige galoppiert sie davon. Niemand kann ihr folgen. Nur ihr englischer Reitlehrer. Als der heiratet, verkauft sie ihre Pferde. Wandern, das nächste Ventil für innere Unruhe und nervöse Motorik. Gewaltige Strecken in gewaltigem Tempo, bei Wind und Wetter, sogar in der Nacht. Für die Auswahl neuer Hofdamen gibt es bald nur noch ein Kriterium: gesunde Füße. Die Kino-Sissi bei fröhlichen Dreharbeiten. Sissis wahres Leben aber fordert einen teuren Preis. Rheuma, ausgedörrte lederne Haut, überreizte Nerven. Rastlosigkeit als Ausdruck einer schweren Depression. Sissi-Syndrom heißt dieses Krankheitsbild in der modernen Psychologie. Der sorgengeplagte Kaiser nimmt die Macken und Eskapaden seiner Frau gottergeben hin. Die Ehe ist ein Desaster, aber Scheidung wäre ein noch größerer Skandal. Nur an Festtagen kommt die Familie zusammen, wie Weihnachten, Sissis Geburtstag. Die Atmosphäre aber ist vergiftet. Der ständige Ehekrach geht den Kindern auf die Nerven. Der seltene Moment eines gemeinsamen Auftritts. Das Traumpaar des Jahrhunderts ist gescheitert. Franz Josef ist mit sich, Gott und Österreich allein. Sissi hat ihn sitzen lassen und mit ihm das ganze Reich. Als seine Mutter stirbt, hat Sissi keine Lust mehr, die nun noch größere Lücke im politischen Leben des Kaisers auszufüllen. Die Wiener Aristokraten wünschen die Kaiserin insgeheim zum Teufel, aber Sissi liebt die Provokation. Demonstrativ lässt sie in der Ahnengalerie in Schönbrunn die Bilder ihrer Lieblingshunde aufhängen. Und dann ist sie wieder weg. Sie reise nur deswegen gerne irgendwohin, notiert Sissi, weil die Reise dazwischen liegt. Selbst wenn sie im Paradies angekommen wäre und wüsste, sie könnte nicht mehr weg, wäre das für sie die Hölle. Sie verschwindet und hinterlässt steinerne Monumente und eine geschönte Erinnerung. Dass das Volk bestimmte Frauenfiguren braucht und notfalls in der Fantasie vollendet, ist ein Geheimnis ihres Mythos. Sie ist eine hinreißend anzuschauende Frau, aber leider nie da, lästern die Wiener. Sissi kommt rum, aber nirgendwo an. Ihr Lebensstil verschlingt Unsummen von Geld. Wo immer sie verweilt, wird erst einmal umgebaut. Hier im bayerischen Feldafing am heimatlichen Starnberger See verbringt die Kaiserin 24 Jahre lang immer wieder Urlaubstage. Noch heute sieht der Stall so aus, wie sie ihn bestellt hat. Auch auf ihre Kühe will sie nirgendwo verzichten. Die reisen immer mit, ob zu Land
oder per Schiff. Zweimal täglich verlangt die Kaiserin frisch gemolkene warme Milch, aber nur von Tieren, die sie kennt. Man könnte denken, sie macht das extra. Das einzige Foto, das sie lächelnd zeigt, lacht sie uns aus? Hier vor den Toren Münchens trifft Sissi den einzigen Menschen, dem sie sich jemals wirklich nahe fühlt. Beide halten sich für Märchenwesen und einzigartig. Sissi ist eigentlich seine Tante. Mit Cousin und Cousine reden sie sich an. In der Seele sind sie Geschwister. Auf der menschenleeren Roseninsel treffen sie sich, um gemeinsam zu schweigen. Bayerns König Ludwig II. Schön wie sie, fremd am eigenen Hofe wie sie, exzentrisch wie sie, auf imaginärer Flucht wie sie. Ludwig gilt als wahnsinnig. Auch das zieht Sissi zu ihm hin. Sissi hat ein Faible für alles, was aus der Reihe fällt. Sie besucht die Insassen des Wiener Narrenturms, Anstalt für Geistesgestörte, und beobachtet Hypnoseversuche, die damals gerade in Mode kommen. Was treibt sie an? Nur Ängste und Neurosen? Was will diese Frau? Sissi hat alles Maß verloren. Was sie macht, wird zur Manie. Franz Josef flüchtet sich in strenge Rituale, Kompensation für ein Familienleben, das es nicht gibt, nach dem er sich aber immer gesehnt hat. Jeden Morgen zur gleichen Minute fährt er von Schönbrunn in die Hofburg, um knallhart zu regieren. Und regelmäßig in sein Jagdrevier, um einen Hirschen zu schießen. Und um ihn herum zerfällt sein Vielvölkerstaat. Weil die Kaiserin Wien hasst, Franz Josef sie aber wenigstens ab und zu in seiner Nähe wissen will, lässt er nach ihren Wünschen vor den Toren der Hauptstadt ein altes Jagdschloss modernisieren, die Hermes-Villa. Doch selbst hier ist sie nicht gern. Eine Prinzessin muss lernen, sich mit Anmut zu langweilen, hatte ihr die Mutter auf den Weg gegeben. Das war Sissi nie genug. Sie ist bildungshungrig, liest und lernt, schreibt Gedichte, in denen sie das Leben am Hofe kritisiert, die Missstände im Lande und ihr persönliches Leid. Erst nach ihrem Tod sollen ihre Werke veröffentlicht werden. Sissi ist schlau genug, an der eigenen, der Sissi-Legende zu stricken. Ihr einsames Schlafzimmer in der Hermes-Villa zeigt an den Wänden Motive aus Shakespeares Sommernachtstraum. Der Kaiser als Esel und Sissi als Göttin Titania, die hinauszieht in die Welt. Die Insel Korfu wird Sissis neue Fluchtburg. Dort lässt sie sich ein Schloss bauen und benennt es nach ihrem Lieblingshelden aus der griechischen Sage, Achill, der mit der kaputten Ferse. Kaum ist die Villa fertiggestellt, verliert Sissi ihr Interesse. Eine Immobilie ist wie ein Ehering, das engt sie ein. Und doch fühlt sie sich im fernen Griechenland besser aufgehoben als in der Heimat. Wie besessen lernt sie Griechisch, eine von 8 Sprachen, die sie fließend spricht. Homer liest sie im Original. Doch was uns heute Anerkennung abverlangt, ist ihrer Umgebung nur suspekt. Der Lust, dem Leben, Limonos panos aftitihi, apochochos minus populo apotichamus, vandora vagioc, elet ketvem mar, svetiem osamiele, slasci vot mege stavule. Promen solitaire sur cette terre, détourné depuis longtemps da solo su questa terra, la voglia alla vita già da lungo through the world, turned away from pleasure, life, long ago.
Spät erkennt sie, dass der Kaiser einsam ist. Seine Liebe ist mit der Entfernung seiner Frau gewachsen. Er schickt ihr Briefe ins Blaue nach, unterschreibt sie demütig mit »Dein dich liebender Kleiner« oder »Dein Männeken«. Sissi macht ihn mit der Schauspielerin Katharina Schratt bekannt. Das beruhigt ihr schlechtes Gewissen. Gemeinsam mit der Geliebten wird der Kaiser alt. Seine Engel Sissi aber bleibt jung, in seiner Erinnerung und auf dem Gemälde in Franz Josefs Arbeitszimmer. Dort hängt es bis zu seinem Tod im Jahre 1916. Da ist der Kaiser 86 Jahre alt und sein ehemals mächtiges Reich im Ersten Weltkrieg schon zerfallen. Sissis Jahr der Wende. Es beginnt mit einem Skandal hier im Jagdschloss Meierlingen, heute ein Kloster. Am Abend des 30. Januars trifft Thronfolger Rudolf mit seiner jungen Geliebten ein. Auch seine Ehe ist ein Desaster. Vom Vater fühlt er sich noch immer bevormundet und von der Mutter ungeliebt. Rudolf hat das Leben satt. Am Morgen des 31. Januars findet man die beiden Leichen. Mit Rudolf stirbt Österreichs stille Hoffnung auf Reformen und mehr Liberalität. Sissi ist bis ins Mark getroffen. Aber selbst in der Katastrophe bewahrt die Wiener Aristokratie Fasson. Der Selbstmord wird zum Jagdunfall deklariert. Jetzt zieht sich die Kaiserin endgültig aus der Öffentlichkeit zurück und versteckt sich hinter Schleiern. Ganz geheim besucht sie spiritistische Sitzungen, die damals in der feinen Gesellschaft in Mode kommen, und versucht, ihren Sohn im Jenseits zu erreichen. Sie will mit ihm sprechen, nachholen, was sie zu Lebzeiten versäumte. Zu spät. Abergläubisch war sie schon immer, erträumte bei Neumond die Erfüllung ihrer Wünsche. Jetzt aber wird sie mystisch. Längst hat sie ihre prächtigen Kleider verschenkt. Als schwarze Witwe reist sie ziellos durch die Gegend und sehnt den Tod herbei. Schon längst gestorben, der Körper liegt in Ruhe, im Sarg verwelkt, verdorben, der Deckel ist fest zu. Sissi führt jetzt endgültig ein vom Wiener Hof entferntes Satellitenleben. Der Kaiser reist ihr ab und zu hinterher, um in irgendeinem Kurort mit ihr spazieren zu gehen. Sie haben sich nichts mehr zu sagen, aber das mit Würde und formvollendeter Verlogenheit. Die letzten Schnappschüsse von Paparazzis. Immer dann, wenn Sissi per Kutsche aus der Hauptstadt flieht, höhnen die Wiener, da zieht sie hin, die Kaiserin, die Reiserin. Aber es ist eine Mischung aus Schmäh und Schmerz. Bis zuletzt hat sich Sissi als Geheimnis inszeniert. Eine Frau mit vielen Gesichtern. Doch das Wahre kennt man nicht. Niemand hat Sissi im Alter ohne Schleier oder Fächer gesehen. Heutige Computerprogramme versuchen einen Eindruck zu geben, wie Sissi im Alter ausgesehen haben könnte. Das unerfüllte Leben hat seinen Preis gefordert. Vielleicht ist das die wahre Sissi.
die ersehnte Kaiserin der Herzen, streng verbittert, die Haare zu einer natürlichen Krone geflochten, eine Kaiserin der Schmerzen. Den letzten Tag ihres Lebens verbringt sie in Genf unter dem Namen Gräfin Hohenems. Und doch erfährt der Attentäter, wer sie wirklich ist. Er hat es auf irgendeine adlige Person abgesehen. Egal wer, Sissi wird ein Zufallsopfer. Luigi Lucchini, der Anarchist, selbst vereinzelt, ohne Halt und Perspektive, er wird sie mit einer selbst gebastelten Feile töten. Das Mieder ist so eng geschnürt, dass sie den Stich ins Herz gar nicht bemerkt. Lucchini wird sofort gefasst. Er wollte bekannt werden und genießt es. Sissi betritt wie geplant das Schiff, das sie nach Montreux bringen soll. Was wollte dieser Mann, fragt sie die Zofe, ringt nach Luft und fällt um. Ihr Tod kommt schnell und ohne Schmerzen. Am Ende, so scheint es, war er die Erlösung. Sissis Leiche wird obduziert. Der Pathologe ist entsetzt. Hungerödeme überziehen den ganzen Körper ihrer Majestät. Sissi wollte schon lange nicht mehr leben, als sie ihren Mörder traf. Auf der Schulter des Leichnams eine Tätowierung. Der Kaiser ist geschockt, das kennt er nur von Kriminellen. Ein Anker, Sissis letzter Aufschrei. Die Welt trauert. Der Sarg auf dem Weg zum Staatsbegräbnis nach Wien. Das Volk drängt sich am Straßenrand, will seine Kaiserin noch einmal sehen. Es herrscht gespenstische Stille. In der Kapuzinergruft wird Elisabeth beigesetzt, gegen ihren letzten Willen. Sie hatte sich ein Grab am Meer gewünscht. Aber jetzt kann sie sich nicht mehr wehren und niemanden mehr vor den Kopf stoßen. Wien hat seine Gnädige zurück. In der Erinnerung verblasst das Bild der unglücklichen Kaiserin. Stattdessen lebt die Legende der Märchenprinzessin, die ihren Kaiser, ihr Volk und uns alle liebte bis heute. Eine Prinzessin unserer Herzen, deren eigenes Herz an ihrer Zeit und ihrer Umgebung brach. Mit ZDF-Expedition auf Entdeckungsreise. Abenteuer rund um den Globus. Die Faszination der Natur zum Greifen nah. Fremde Kulturen verstehen. Geschichte neu erleben. Die Zukunft betreten. ZDF-Expedition.